meine Lieben, wir machen heute zusammen einen richtig einfachen Schokoladenkuchen, wofür ihr keinen Backofen braucht. Ja, ihr braucht nur eine Pfanne und er geht nicht nur richtig schnell, sondern er ist auch gesund, sodass man ihn auch sehr gut zum Frühstück essen kann. Ich werde für meinen Schokoladenkuchen heute Gerolsteiner Sprudel-Mineralwasser nehmen, um das Ganze so ein bisschen fluffiger zu machen. Ist auch insgesamt ein kleiner Tipp für alles Mögliche, was Gebäck angeht. Pfannkuchen, Waffeln. Ein bisschen Sprudel rein und euer ganzer Teig wird in sich sprudeln und dadurch fluffiger und luftiger werden. Ihr könnt euch übrigens jetzt noch bei der Gerolsteiner Dein Jahresstart-Aktion anmelden. Unten ist der Link dafür, kostenlos. Und ihr erhaltet super viele Infos für einen gesunden, fitten Start ins Jahr 2021. Weil dieses Jahr, was ich besonders toll finde, geht es um kleine, gesunde Rituale. Wir wollen nicht das ganze Leben verändern, aber mit so ein paar kleinen Ritualen, die wir uns angewöhnen, können wir doch einen großen Unterschied machen. Als allererstes habe ich hier Eier, und zwar 3 Volleier und ein Eiklar. Die genauen Mengenangaben findet ihr auch unten verlinkt in meinem Blog, einfach zum Nachlesen, auch die Kalorienangaben. Und die Eier werden wir als erstes ein bisschen zerschlagen, sodass sie schaumig werden. Und was ich auch noch habe, ist ein bisschen Kokosfett, was ich zerlassen habe. Ihr könnt aber auch ganz normales anderes Pflanzenfett nehmen. Hauptsache, es ist nicht fest, sondern flüssig. Zu den Eiern. Ein bisschen Vanille. Ich hatte hier jetzt nur Vanillearoma. Das macht überhaupt nichts. Ihr könnt natürlich auch Bourbon-Vanille reinschaben. Hauptsache, es hat so ein bisschen die vanillige Note, weil es passt immer sehr, sehr gut zur Schokolade. Kann das kurz zur Seite gestellt werden und in unsere große Schüssel kommen fast alle Zutaten, außer unser Sprudelmineralwasser. Das wartet noch kurz. Ich habe jetzt hier einerseits Dinkelmehl, gebe ich rein. Dann habe ich entöltes Mandelmehl und ich weiß, nicht jeder hat das. Ich verlinke es euch natürlich in meinem Blog, aber wer das nicht hat, einfach das entölte Mandelmehl mit klein gemahlenen Mandeln ersetzen. Rein damit. Dann zarte Haferflocken, ja, damit wir auch richtig schön Ballaststoffe in unserem Frühstückskuchen drin haben. Für einen Schokoladenkuchen Backkakao. Ich nehme zur Süßung jetzt Erythrit, aber ihr könnt die gleiche Menge auch Kokosblütenzucker nehmen, wenn ihr den da habt, oder auch einen flüssigen Zucker. Ihr müsst ein bisschen gucken, wenn ihr Stevia lieber benutzt als kalorienfreie Zuckeralternative. Da am besten den Teig abschmecken, um zu gucken, ob euch süß genug ist oder nicht. Etwas Backpulver. Und abschließend darf natürlich auch bei süßen Gerichten wie immer Salz nicht fehlen. Durchmischen. Riecht immer schon so schön nach Kakao. Und bevor unser Sprudel kommt, kommen jetzt die Eier-Vanillemischung rein. Wenn ihr das alles gut durchmengt habt, kommt jetzt endlich unser Hauptdarsteller, der Sprudel. Wenn der Sprudel drin ist, wird es auch so leicht bitzeln. Und da auf jeden Fall nicht mehr zu stark alles nur kraftvoll verrühren, damit auch die Eigenschaft des Sprudels gut wirken kann. Ich gebe den Sprudel Schlückchen für Schlückchen dazu, um auch ein bisschen mit der Konsistenz zu spielen. Da könnt ihr auch immer mal gucken und ich zeige euch abschließend, wie die Konsistenz sein sollte. So ist die Konsistenz perfekt. Es ist fast so ein bisschen wie ein Porridge. Schlotzig, nicht zu trocken, aber natürlich auch nicht flüssig wie Wasser. Ich habe jetzt hier eine gusseiserne Pfanne. Ihr braucht keine. Ich verlinke sie euch gerne auf dem Blog. Aber wenn ihr eine andere Pfanne nehmt, schaut, dass sie am besten eine gut beschichtete Pfanne ist. Ich werde trotzdem zusätzlich noch Öl nehmen. Ihr könnt jetzt hier auch Kokosfett nehmen und die Pfanne etwas einreiben. Und der Teig kommt rein. Okay. Deckel drauf.
Hauptsache, das Ganze kann innen drin dampfen. Und jetzt mache ich meinen Herd an, und zwar nicht auf oberste Stufe oder so, weil sonst werdet ihr schnell merken, dass euer Kuchen von unten verbrennt. Wir machen es wirklich auf eine sehr niedrige Stufe. Bei mir sind jetzt 10 Minuten um und ich mache den Ofen, meinen Herd aus und lasse den Kuchen jetzt erstmal geschlossen, ohne reinzugucken, so stehen und lasst euch nicht verunsichern, da oben wird es dampfen, es wird auch zum Kuchen wieder runtertropfen, das ist ganz normal, das gehört zum Backprozess dazu. Und jetzt warten wir erstmal, bis das Ganze sich ein bisschen abgekühlt hat. Wenn der Kuchen dann so nach ca. 20 Minuten abgekühlt ist, ihr könnt ihn natürlich auch früher rausholen, dann können wir ihn auf eine Platte bringen. Ich glaube, ich stürze ihn. Tada! Unser Frühstückskuchen. Ich werde euch natürlich die Größe meiner Pfanne unten auch im Blog reinschreiben. Wenn ihr eine kleinere Pfanne nehmt, müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass der Kuchen ein bisschen länger backt, kocht. Und dann habt ihr auch einen höheren Kuchen. Aber für mich ist das jetzt genau richtig. Und da ist er. Unser leckerer, gesunder Schokokuchen. Perfekt. Dazu passen jetzt auch ein paar Beeren. Ein paar Winterfrüchte, ihr könnt auch Äpfel dazugeben, ein bisschen Apfelmus, Apfelmark oder sogar erhitzte Beeren, so richtig schön als Beerensoße. It's breakfast time. Okay, frühstücken à la Bodyfood und zwar mit Kuchen. Schön schokoladig vor allen Dingen. Ich liebe ja die Süße und das leicht Herbe von Schokolade zusammen mit der Säure von den gekochten Beeren. Es ist richtig, richtig lecker. Und es geht so schnell. Ich meine, es hat jetzt 10 Minuten gedauert. Ich verlinke euch meinen Blog. Dort findet ihr alle Zutaten, Mengenangaben und natürlich auch die Dein-Jahres-Start-Aktion von Gerolsteiner unten in der Infobox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!